Hallöchen, meine Lieben. Heute möchte ich was ganz Besonderes machen, und zwar ist das ein Glühwein-Gugelhupf. Ich habe mir gedacht, das würde an Heiligabend ganz gut auf der Kaffeetafel aussehen. Entschuldigt bitte meine Stimme, ich bin nur etwas leicht angematscht, aber es hilft ja alles nichts. Weihnachten lässt sich deswegen nicht verschieben, und deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Als erstes solltet ihr euren Backofen auf 175 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Als zweites braucht ihr 250 Gramm Butter. Ich habe die mal hier schon so in Stückchen vorportioniert. Also so ein ganzes Päckchen, ne? 250 Gramm. Dann brauchen wir auch noch 250 Gramm Zucker. Und ein Päckchen Vanillezucker. So. Und das lassen wir jetzt mal ein bisschen schaumig rühren. Ich würde sagen 30 Sekunden, Stufe 5. Ja, das sieht gut aus. So, als nächstes brauchen wir 6 Eier. Ich habe die schon mal hier vorgefertigt, sage ich jetzt einfach mal. Für den Fall, dass mir da ein bisschen Eierschale reinfällt, kann man das da immer ganz gut noch rausfischen. So, jetzt kommen ein paar Gewürze dazu. Ein Teelöffel Nelken. Hier habe ich meine Nelken. So, ein Teelöffel. Ich mache mal so mittel, also nicht gehäuft und nicht gestrichen. Dann kommt eine Prise Muskat. Und 1,5 Teelöffel Zimt. Also ein ganzer und ein halber. Huch. Oh ja. Schauen wir mal. So, was kommt dann dazu? Ach ja, genau. Ein ganzes Päckchen Schokopudding. Und noch ein halbes. Müssen wir jetzt mal so per Augenmaß machen mit dem halben Päckchen. Dann 150 Gramm geriebene Schokolade. Ich habe hier so Schokostreusel. So. 450 Gramm Mehl. Hui. Das war mit viel Schwung. So. Und jetzt noch 6 Teelöffel Backpulver. Ich weiß nicht, was in so einem Päckchen drin ist. Deswegen habe ich mir jetzt mal 2 Päckchen hingestellt. Backpulver. So, 1, 2, 3, 1,5. Ja, brauchen wir doch 2 Päckchen. 4, 5, 6. So, das vermische ich ein bisschen mit dem Mehl hier oben drauf. Und jetzt lassen wir das Ganze nochmal vermischen. Und ich würde mal sagen, wir machen nochmal 30 Sekunden. Schauen mal, wie das vermischt ist. 30 Sekunden auf Stufe 5. Und falls es ein bisschen zu dick ist oder sich das gar nicht vermischen lässt, können wir auch noch einen Schuss Milch dazu machen. Ich schaue jetzt aber mal. Also das hat sich noch nicht richtig vermischt. Ich werde jetzt, wie gesagt, mal einen kleinen Schuss Milch einfach oben in die Öffnung geben. Und dann nochmal nachschauen. Ganz vorsichtig, erstmal Stufe 3. So, ich habe meinen Teig jetzt 1,5 bis fast 2 Minuten nochmal gut durchrühren lassen. Also ihr könnt ruhig 2-3 Mal ein bisschen Milch dazugeben, habe ich auch gemacht. Und jetzt sieht er so aus.
Also richtig schön schokoladig. Und den fülle ich jetzt in meine Gugelhupfform. Wie gesagt, ich habe die Silikonform, die habe ich nur mit kaltem Wasser jetzt ausgespült und dann kommt der Gugelhupf super nachher raus, also ganz toll. Wie gesagt, bei 175 Grad Ober-Unterhitze soll er jetzt 40 Minuten backen. Ja, das mache ich jetzt mal und dann lasse ich ihn gut abkühlen und ganz zum Schluss soll man ihn noch in einer Zimtzuckermischung wälzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert. Ich denke mal, dass man da eher sich ein bisschen Zuckerzimt mischt und dann vielleicht noch den Gugelhupf mit zerlassener Butter einstreicht und dann eben die Zuckermischung drüber streut. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Also ich probiere es mal aus auf jeden Fall und ich zeige euch dann immer wieder meine Ergebnisse. Bis gleich. So, hier habe ich jetzt den Teig in die Gugelhupfform getan. Und den lasse ich jetzt, wie gesagt, bei 175 Grad Ober-Unterhitze für 40 Minuten so circa im Backofen backen. So, meine Lieben, das ist jetzt unser Endergebnis. Ich habe den Glühwein-Gugelhupf eine ganze lange Zeit länger im Backofen gehabt, also insgesamt 60 Minuten. Und dann habe ich ihn noch 10 Minuten bei ausgeschaltetem Backofen einfach nachbacken lassen. Aber da müsst ihr mal selber bei eurem Backofen schauen, wie das eben bei euch aussieht. Ja, und ich habe ihn jetzt nicht in Zucker gewälzt, sondern ich habe Puderzucker mit Zimt gemischt und habe das dann einfach so ein bisschen drüber gestreut. Der sieht ganz lecker aus. Duften tut er auf jeden Fall super, super, super lecker. Schön schokoladig, nach Zimt, nach Nelken. Also müsst ihr unbedingt auf jeden Fall ausprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, einen guten Appetit, einen schönen vierten Advent. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.